Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt und zwar Teil 1 der Gothic Serie. In der GOG Version mit dem Settis Texture Pack, und dadurch wird auch der Menü Hintergrund und die Menüs und einige andere Grafiken noch zusätzlich modifiziert. Und zusätzlich, um das Ganze jetzt auch mal widescreen zu spielen, habe ich neben der Auflösung auf Full HD auch noch ein Breitbild-Kamera-Patch installiert, der die Distanz zur Spielperson so ein bisschen erhöht. Aber das muss ich jetzt, glaube ich, nicht weiter ausführen. Gothic aus dem Hause Piranha Bytes, erschienen am 15.03.2001 und zurzeit in der Version, oder seit Jahren bereits, in der Version 1.08k. Wer auch immer sich dieses Spiel noch installieren sollte, und das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, auch wenn es nicht mehr ganz up-to-date ist, so ist zumindest die Story einfach nur geil und das Spiel selber ist auch Oberhammerklasse super. So, also darauf achten, die 1.08, und ich glaube, den GOG-Link packe ich einfach mal in die Videobeschreibung. Ebenso auch Links zu den Seiten, wo es denn das Texture Pack oder den Breitbild-Patch gibt, wenn ich dran denke. So, ich habe gestern schon mal versucht, das zu spielen, weil man sich die Steuerung so ein bisschen nochmal angucken muss und auch einstellen muss, weil die Standardsteuerung ist extrem gewöhnungsbedürftig, da das Spiel ursprünglich eigentlich gar nicht für eine Maussteuerung gedacht war und diese Maussteuerung erst kurz vor dem Release tatsächlich noch eingebaut wurde. Und ich habe es aber jetzt so weit, glaube ich, dass ich dann auch relativ von Anfang an mit der Steuerung einigermaßen klarkommen werde. Mal eben gucken. Das ist okay, hat er sich gemerkt, alles klar. Und das heißt, wir fangen jetzt einfach mal ein neues Spiel an. Eine Charaktererstellung gibt es hierbei nicht. Man hat also einen vorgefertigten Helden, hat den super, super Vorteil, und das finde ich extrem klasse bei Rollenspielen, zumal ich ja nicht so der ganz große Rollenspieler bin. Hat den ganz großen Vorteil, dass wirklich jede einzelne Dialogzeile auch vertont ist, und zwar von Supersprechern. Auch der Held selber, der Protagonist, den man dann spielen darf, ist total klasse vertont. Christian Wewerka oder Wewerka? Wewerka, glaube ich. Der Typ hat eine einfach geile Stimme, und das finde ich schön. Fehlt mir bei vielen anderen Spielen, dass der Held selber, die Spielfigur selber halt nicht vertont ist. Und ich fange jetzt, bevor ich jetzt hier die ganze Zeit nur das Titelbild belabere, fange ich jetzt einfach mal ein neues Spiel an und wir genießen mal den Vorspann, der dann da auch gleich kommen sollte. Okay. Das Königreich Myrtana, wieder vereint durch die Hand König Robars des Zweiten. In den langen Jahren seiner Herrschaft war es ihm gelungen, alle Widersacher des Reiches zu bezwingen. Bis auf einen. Der Krieg mit den Orks forderte seinen Tribut, und die Gefangenen des Reiches sollten ihn bezahlen. Der König brauchte Schwerter für seine Armeen, und jeder, der sich eines auch noch so geringen Verbrechens schuldig gemacht hatte, wurde zur Arbeit in den Erzminen von Korinis gezwungen. Um jede Flucht unmöglich zu machen, sandte der König die mächtigsten Magier des Reiches aus, eine magische Barriere, um das gesamte Tal zu errichten. Ich war einer der Magier. Aber etwas störte das zerbrechliche Gefüge der Magie. Wir waren nun selbst Gefangene der Barriere. Mehr als eine Sekunde der Unachtsamkeit brauchten die Gefangenen nicht.
Korinnes war nun in den Händen der Gefangenen. Der König hatte keine Wahl. Er musste verhandeln. Er brauchte das Erz. Monat für Monat lieferte der König den Gefangenen alles, was sie verlangten. Monat für Monat brachten sie dafür das Erz an den Rand der Barriere. In all den Jahren wurden viele Versuche unternommen, die magische Barriere zu öffnen, aber keiner hatte Erfolg. Im Namen König Robars II., Träger des Zepters von Varant, Vereiniger der vier Reiche am Myrtal... Halt, Gefangener! Ich habe dir ein Angebot zu machen. Dieser Brief muss den Führer der Feuermagier erreichen. Du verschwendest deine Zeit. Deine Belohnung könntest du selbst wählen. Man wird dir alles geben, was du verlangst. Gut, ich werde deinen Brief nehmen. Unter einer Bedingung. Erspart mir den Rest von seinem Gefasel. Du war... Schweig! Gut, hinein mit ihm! Willkommen im Lager. Das reicht! Lasst ihn in Ruhe! Macht, dass ihr wegkommt! Steh auf! Ich bin Diego. Ich bin... Mich interessiert nicht, wer du bist. Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Lassen wir es vorerst dabei. Wenn du vorhast, länger zu leben, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten. Ich werde dich allerdings nicht daran hindern, in dein Verderben zu rennen. Also, wie sieht's aus? Ja, also, wir sind in die Barriere geschmissen worden. Wir stehen Diego gegenüber. Hallo übrigens, Diego. Und da jetzt noch eine ganz kurze Erzählung meinerseits. Es gab vor dem Release des Spiels noch einen Comic, einen Gothic-Comic. Und da wurde Diegos Geschichte, wie Diego ins Lager gekommen ist, und die von drei weiteren Freunden von Diego erzählt. Und wir haben im Vorspann ganz, ganz kurz im Hintergrund, als die ganzen Gefangenen da in Richtung Lager geführt wurden, zwei Türmchen gesehen. Und einer dieser Türme steht inzwischen nicht mehr. Und in diesem Comic wird also die Geschichte von diesen vier Freunden, Diego, Milton, Lester und Gorn, erzählt. Und warum dieser Turm nicht mehr steht. Und wenn man sich das noch irgendwo besorgen kann, ich weiß nicht, ob es das bei eBay zu kaufen gibt oder sowas, das ist gar nicht so schlecht und kann man sich durchaus antun. Und wenn man Gothic-Fan ist oder wird, dann sollte man vielleicht unbedingt mal schauen, ob man das da noch irgendwo erwerben kann. So, also, dann wollen wir hier uns mal ins Abenteuer stürzen. Und zuallererst... Warum hast du mir geholfen? Weil du Hilfe gebraucht hast. Bullitt und seine Jungs hätten dich vielleicht kalt gemacht. Und das konnte ich nicht mit ansehen. Schließlich bin ich den ganzen weiten Weg gekommen, um dir einen Vorschlag zu machen. Einen Vorschlag? Ja. Deine Begegnung mit Bullitt und seinen Jungs hat dir hoffentlich gezeigt, dass du Schutz brauchst. Jeder, der hier ankommt, wird vor eine Wahl gestellt. Es gibt drei Lager in der Kolonie. Und einem davon wirst du dich anschließen müssen. Ich bin hier, um Neuen wie dir klarzumachen, dass sie bei uns im alten Lager am besten aufgehoben sind. Okay, so viel wissen wir dann schon mal. Es gibt in der Kolonie, also in der Barriere, drei Lager. Und wir sollen uns natürlich Diegos Lager anschließen. Das wissen wir natürlich noch nicht. Die Entscheidung sparen wir uns nochmal für später. Und im ersten Satz wollte sich, nachdem Diego sich vorgestellt hatte, der Held auch noch vorstellen und sagte, ich bin, und Diego konterte, das interessiert mich nicht. Und das ist quasi die Geburtsstunde des namenlosen Helden, der ja gar nicht namenlos ist offensichtlich, aber während der gesamten Gothic-Serie niemals mit Namen angeredet wird und auch niemals seinen Namen verraten darf. Entweder sagt ihm halt jemand, der interessiert mich nicht oder was auch immer. Auf jeden Fall bei den paar Versuchen, die er unternimmt, seinen Namen auch tatsächlich mal zu nennen, damit man als Spieler vielleicht weiß, okay, das ist, ne?
kommt er nicht zu. Und finde ich ziemlich witzig. So, das heißt, drei Lager. Wir sollen uns Diego anschließen. Was haben wir denn noch? Wo ist dieser Bullet jetzt? Er und die anderen bringen die Waren aus der Außenwelt ins alte Lager. Okay. Dort kannst du ihn finden. Mhm. Aber wenn du vorhast, dich mit ihm anzulegen, sei vorsichtig. Mhm. Er ist ein erfahrener Kämpfer. Naja, ein erfahrener Kämpfer habe ich, glaube ich, vor, will ich auch noch werden. Und ich will mich auch mit ihm anlegen. Aber vielleicht jetzt nicht unbedingt ganz zu Anfang des Spiels. Und ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. So. Ein Magier hat ihn mir gegeben, kurz bevor sie mich reingeworfen haben. Du kannst von Glück sagen, dass ich mich bei den Magiern nicht mehr blicken lassen kann. Jeder andere wird dir mit Freude für diesen Brief die Kehle durchschneiden. Die Magier belohnen ihre Boten immer sehr gut. Und die meisten hier haben gar nichts, verstehst du? Wenn ich du wäre, würde ich die Schnauze halten, bis ich einen der Magier treffe. Obwohl das in deiner Lage nicht allzu wahrscheinlich ist. Wieso nicht? Die Magier sind in der Burg im alten Lager. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Okay, muss ich denn also Gomez-Leute werden, wa? Mal angenommen, ich wollte mich seinen Leuten anschließen. Was müsste ich tun? Am Eingang zur Burg findest du einen Mann, der Toros heißt. Jupp. Sag ihm, Diego schickt dich. Okay. Und, wer ist Gomez? Gomez ist der oberste Erzbaron. Der Boss des alten Lagers. Der mächtigste Mann in der Kolonie. Okay. Okay. Was muss ich über diesen Ort wissen? Wir nennen es die Kolonie. Ach, den hatten wir schon, ne? Du wirst sicher schon gehört haben, dass wir hier Erz für den König fördern. Ja. Nun, zumindest wir vom alten Lager. Okay. Es gibt drei Lager innerhalb der Barriere. Ich brech's mal ab, wir hatten's und, wie komme ich denn da hin? Wie komme ich zum alten Lager? Du musst nur dem Weg hier folgen. Das alte Lager ist der nächste halbwegs sichere Ort von hier aus gesehen. Es treiben sich jede Menge wilder Bestien zwischen den Lagern herum. Es ist Wahnsinn, ohne Waffe zu gehen. Ah, okay, wo du es gerade sagst. Wo kriege ich eine Waffe her? Wenn du an der verlassenen Mine vorbeikommst, sieh dich mal ein bisschen um. Du findest bestimmt was Brauchbares. Die Mine ist leicht zu finden. Nur ein paar Meter die Schlucht entlang. Okay. Ach, danke für die Hilfe. Wir sehen uns im alten Lager. Ja, wahrscheinlich. Kapitel 1, der Weg der Verurteilten. Okay. Hatte ich den abgebrochenen Dialog wirklich vorher schon oder habe ich da nicht aufgepasst? Weil ich hatte das schon mal Probe gespielt. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob ich die Infos schon alle... Naja gut, okay, das wäre dann ein abgebrochener Dialog. Ich denke, damit kann man noch irgendwie leben und ich bin dann demnächst auch etwas geduldiger. So, wir gehen mal ein bisschen in diese Richtung, gucken uns mal um. Ups, da ist offensichtlich diese Barriere. Und ich gehe da jetzt auch nicht weiter rein, weil ich weiß, dass man dann durchaus seine Gesundheit ein bisschen verliert. Und ich habe nicht so viel, also das möchte ich dann jetzt einfach mal nicht riskieren. Und ich möchte da auch nichts verschwenden und deshalb bin ich mal vernünftig und renne nicht durch die Barriere. Auch nicht, um es zu zeigen, was passiert. Nein, nein. Sondern ich renne diesen Weg entlang in Richtung altes Lager. Da haben wir ja alle gut aufgepasst, nur den Weg entlang. Und irgendwo hier soll sich eine alte Mine verbergen. Das wird sie wohl nicht sein, aber da oben sind Leute. Und dann gucken wir mal, ob wir mit denen auch ein bisschen klönen können. Bitteschön, hallo, Ori Main aus Fackeln im Sturm. Der hat aber ganz schön seine Haare kürzen lassen. Und ein Gardist, hallo Gardist. Wie steht's? Wie steht's? Gut. Weit und breit keiner von den Banditen aus dem neuen Lager zu sehen. Ich glaube, das kann man einfach auch mal so als Pauschalbehauptung stehen lassen. Banditen aus dem neuen Lager. Ist ja hier eine Strafkolonie irgendwie. Das dürfte sich da ja überall um Kriminelle handeln, also auch um Banditen. Und da wird man sicherlich keine Unterlassungsklage bekommen, wenn man einfach sagt, Banditen aus dem neuen Lager. Okay, dann unterhalten wir uns mal mit Ori Main. Hallo, Ori. Was machst du hier? Dafür sorgen, dass keiner an die Austauschstelle rankommt. Vor allem nicht die Halsabschneider aus dem neuen Lager. Okay. Du bist der Neue, den sie heute reingeworfen haben, nicht? Sieht so aus. Dann solltest du wissen, dass du dich vor den Typen aus dem neuen Lager in Acht nehmen musst.
Ich arbeite fürs alte Lager. Genau wie alle anderen, die du an der Austauschstelle gesehen hast. Du hast schon mit Diego geredet, nehme ich an. Ja. Ja, hab ich. Gut, dann weißt du ja schon Bescheid. Ja, ich weiß Bescheid, umfassend und komplett. Und das interessiert mich am meisten. Als ich ans Ufer gespült wurde, hat mich einer von den Typen mit einem Schlag ins Gesicht begrüßt. Das machen sie mit jedem Neuen. Sie nennen es die Taufe. Habt ihr im alten Lager noch mehr so nette Leute? Es gibt schon einige Schweine, aber solange du dein Schutzgeld zahlst, kann dir nichts passieren. Ah ja, aber Schutzgeld, nö. Den da. Ich suche eine Waffe. Bei der verlassenen Mine weiter hinten im Canyon müsstest du alte Waffen finden. Aber mach bloß nicht den Fehler und zieh mit einer rostigen Spitzhacke in den Krieg. Die Dinger sind schwer und langsam. Ein ungeübter Kämpfer sollte sie nur im Notfall benutzen. Ach ja, so. Warum sollte ich mich vor dem neuen Lager in Acht nehmen? Verglichen mit dem neuen Lager ist das alte Lager ein ruhiger und friedlicher Ort. Das neue Lager bekommt keine Waren aus der Außenwelt. Die meisten Banditen klauen sich zusammen, was sie zum Leben brauchen. Und das alte Lager? Die Erzbarone haben alles unter Kontrolle. Unter ihnen stehen die Gardisten, unter denen wiederum stehen die Schatten. Ganz am Ende kommen die Butler. Butler ist jeder, der hier ankommt. Wenn du was Besseres werden willst, musst du als erstes bei den Schatten aufgenommen werden. Okay, und ich habe gesehen, wie sie eine Frau zusammen mit den Waren reingeschickt haben. Ja, die Erzbarone bekommen alles, was sie wollen. Du meinst, der König tauscht Erz gegen Frauen? Sie sind natürlich auch verurteilte Gefangene. Aber wenn Gomez sie nicht angefordert hätte, säßen sie in irgendwelchen Kerkern. Bin mir nicht sicher, was schlimmer ist. Sieh zu, dass du heil zum alten Lager kommst. Okay, das wollen wir doch mal beherzigen, diesen Rat. Heile bleiben ist immer, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Oh, auf der anderen Seite, bevor es irgendwie ernst wird hier, ne, werde ich also auch früh und häufig speichern. Zumindest wenn ich dran denke. Da sind irgendwelche netten kleinen Viecher. Fleischschwanzen nennen die sich. Ach, die sind ja herzallerliebst. Sehen ein bisschen eklig aus, muss ich sagen. Ein bisschen eklig sehen die ja aus, ne? Naja, gut. Oh, das sieht nach einer Mine aus irgendwie, finde ich. Da ist noch irgendwie eine Waldbeere. Und dann haben wir noch einen Becher. Und einen Pfeil. Den nehmen wir auch mal mit. Wer weiß, wozu man den gebrauchen kann. Truhe! So, dann nehmen wir uns natürlich den kompletten Inhalt. Das war gerade Bier. Da haben wir noch Dietriche. Und Becher und Bier, das passt ja gut zusammen. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, damit die Kamera nicht ganz so unruhig ist. Und dann gucken wir mal da. Eine Spitzhacke. Juhu! Ab jetzt spielen wir hier. Geht's weiter und wir spielen Willkommen zum Let's Play Minecraft. Aber das machen wir jetzt natürlich nicht. Nein, 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 nein. Diese Welt ist auch nicht komplett anpassbar. Da oben geht es auch noch irgendwie hin. Ich könnte jetzt ja mal eben kurz die Spitzhacke ausrüsten auf die 1. Zack. Und wieder weg.